Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 18. In der letzten Folge haben wir uns ein bisschen hier in dem Menü umgesehen und haben dann ja einfach Palermo mit 4-0 weggeknallt. Wir werden heute mal, damit ihr es auch seht, die Schwierigkeit mal auf Weltklasse stellen statt auf Profi. Beim letzten Teil war ich mir nicht sicher, ob ich Profi oder Weltklasse mache. Weil bei Profi konnte ich immer zwischenbei immer ein bisschen labern. Bei Weltklasse musste ich mich dann immer ein bisschen mehr konzentrieren, weil es halt ein bisschen schwieriger war. European International Cup. Kann ich Sie was fragen? Jetzt Parsky will mal spielen. Und Rosbach will natürlich auch in die Startformation. Ja, klar. Werden wir heute mal machen. Damit ihr einfach ein bisschen Spielzeit bekommen. Wir werden dann hier mal den Rosbach hin tun. Den, wie heißt er? Den, wo ist er? Litzbarski? Dahin. Den Röser mal, nicht den Wies, sondern den Röser dahin. Hier sehr gerne. Wen haben wir denn sonst noch im offensiven Mittelfeld? Hier tun wir einfach mal den. Nicht den Arnold, sondern den. Wo ist er? Den Tundo hin. Genau. Wen gibt's sonst noch? Den Rupert. Tun wir einfach mal für den Müller dahin. Schalischkan kommt dahin. Dort kommt mal der Philipp hin. Dann wechseln wir hier einfach mal ein bisschen aus. Der Lange geht da hin und hier der Henning. Und hier geht einfach mal der Ritzmann rein. Obwohl wir vom Schuldig-Sack noch nicht viel gesehen haben. So kommt hier fast eine komplett... Ah, der Gühl muss noch rein eigentlich. Ja, den tun wir einfach demnächst mal rein. So kommt hier eigentlich eine fast komplett neue Mannschaft auf das Feld. Bin ich mal gespannt, wie sie das annehmen werden. So, damit die anderen sich auch mal ein bisschen ausruhen, weil die sind ein bisschen erschöpft. So, und wir schauen einfach mal, ne, wie sich das so entwickelt. Wie das so läuft. Ich finde es unglaublich, ich habe hier in diesem Trainingsmodus extreme FPS-Probleme. Ah, nur in diesem Trainingsmodus hier, in dieser Arena. Extremer. Das ist ja krass. Wenn ich spiele, ist alles wieder in Ordnung. So, wir freuen uns auf das Gruppenspiel in diesem European International Turnier. Und diese beiden Teams, die wollen diesen Wettbewerb gewinnen. Die nehmen die Vorbereitung jetzt schon richtig ernst. Die heutige Begegnung, Preston North End gegen den SV Sandhausen. Gegen den SV Sandhausen, jawohl. Und damit geht es los. In das Spiel tun dort direkt mal den Ball erobert. Oh. Und sehe schon, die sind ein bisschen stärker. Ja, da sehen wir bei Ihnen heute ein 4-3-3. Drei Stürmer und klar, dass es über die Flügel geht. Und ich bin mal gespannt, wie wir... Ah, das war abseits. Wenn wir dagegen bestehen werden, denn die Schwierigkeit ist natürlich eine höher. Nochmal zurück. Ah, shit. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff. Der Fehlpass darf natürlich nicht passieren. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Und ich spiele auf jeden Fall schneller. Da dürfen mir eigentlich so Fehlpässe nicht passieren. Sehr gut, Rupert. Rupert. Jetzt können Sie vielleicht kontern. Okay. Sparsky. Also die Spieler sind auf jeden Fall in dem FIFA-Teil ein bisschen kreativer. So Außenlosspässe und so weiter kommen jetzt öfters zustande. Weil, sie rennt da weg. Die Defensive steht. Jawohl, sehr gut. Ach Mann.
Nicht vorbeilassen. Okay. Ritzmann. Oh, was soll ich machen? Ich weiß es nicht. Keiner bietet sich hier an. Ah, oh, schon wieder ein Fehlpass. Und direkt in die andere Richtung wieder. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Gutes Technik. Oh Gott. Ein Doppelpass und ich bin ausgeschaltet. Da fehlt einfach die Konzentration. Jetzt ist es natürlich ein bisschen spannender. Oh. Das gibt's aber echt nicht, ne? Oh, jawohl. Lauf doch. Sonst kann ich ja nicht spielen. Und das ist der Ballverlust. Größer ist ein bisschen langsam. Ja, ich gerade. Ja, insgesamt, meine Stürmer sind extrem langsam. Alle anderen sind extrem schnell, aber meine Stürmer sind langsam. Nimm den Ball doch an. Ich weiß es nicht, wieso er nicht den Ball annimmt. Und Tor. Nein. Schade. Oh, die Ballkontrolle, die ist auch nicht vorhanden einfach. Obwohl Jacek das eigentlich können muss. Weil das der einzige ist, der eigentlich Ballkontrolle bei uns hat. Oh, weg damit! Nein, nicht in die Mitte! Okay. Okay. Sie kommen über den Flügel. Oh, siehst du die Ballkontrolle? Ist einfach nicht da. Und jetzt. Was? Wieso dahin? Wieso denn dahin, Junge? Ja, ist okay. Das ist okay. Alexandre Lacazette ist zu Arsenal gewechselt und verlässt Lacazette zu Arsenal, okay. Also mit ihm verstärken sie sich in jedem Fall. Freistoß gibt's, aber vielleicht auch eine Verwarnung. Ich hab da jetzt nicht drauf gedrückt, ne? Nee. Okay. Einfach weiter. Dahin. Jetzt müssen sie aufpassen. Oh! Er ist so. Das einfach so. Da komplett so. Schwerfällig. Ich will jetzt mal einen Freischuss machen. Der ist komplett schwerfällig. Der dreht sich nicht und alles ist einfach so. Oh, ich muss mich umdrehen. Ich muss den Ball vorlegen. Den Ball irgendwie mitnehmen. Der Junge, der weiß nicht, was gerade da abgeht. Der versteht die Welt nicht mehr. Der Jacek. Junge, Junge. Ja, mach du mal schön eine. Dann Spray dahin. Haben wir einen besseren Schützen? Nee. Die haben alle keine guten Werte da drin. Okay, probieren wir es einfach mal hiermit. Ah, oh, so schlecht war er nicht. So schlecht war er nicht. Wieso läuft er nicht weiter? Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Och, komm schon. Das war ein Foul. Mann. Aber wir kommen nach vorne. Ja. Ich muss mich nur ein bisschen an die neue Schwierigkeit gewöhnen. Und dann kommen wir auch nach vorne. Und Rosbach werden wir jetzt mal auswechseln, weil der kann nicht mehr. Dafür tun wir den Lichte nochmal da rein. Jetzt haben wir keinen Defensiven irgendwie mitgenommen. Toll. Es geht weiter im Gruppenspiel. Ist ja die zweite Partie heute. Klar, dass sie hier was mit Lichter. Guckt, er hat einfach eine bessere Ballkontrolle. Und er schießt drüber. Er schießt einfach drüber. Gibt's das, Wolf? Genau das habe ich gerade. Er schießt einfach drüber.
Mann! Oh oh. Oh oh. Jawohl, Philipp. Rupert. Wird das eine Torschance? Oh oh. Der Junge, der hat keine Ballkontrolle. Oh oh. Der noch weniger. Da ist die Flagge. Oh, der Junge, der kann nix. Jetzt schießt er. Und der Ball geht nicht. Oh, Litzbarski, Alter. Und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. Litzbarski, Alter. Zwei Riesenchancen und der macht die nicht rein. Oh. Es hätte 2-0 stehen können. Nein. Ah, ja, zu früh. Oh, und er läuft weg, Mann. Das war so schön. Es lief auf einmal. Super dazwischen gegangen. Oh, jetzt ist irgendeiner verletzt, ne? War es von denen einer verletzt? Alles klar, ich wechsle ihn aus. Oh. Der kann ja echt gar nichts. Zippeling hätte den 10-mal gemacht. Junge, Junge, Junge. Boah. Sie werden hier wechseln. Können Sie mal ein bisschen rotieren? Nein. Den nächsten nie wieder. Geht gut dazwischen, wer ist der Ball? Gut damit, jawohl. Philipp gefällt mir. Der ist ziemlich groß und kann halt Kopfhörer machen. Zipperling, lauf! Das kannst du. Jetzt wird's gefährlich. Oh, er nimmt ihn mal mit. Er hat bislang alle Kopfhörer gewonnen. Wow. Oh, er läuft weg. Er kann dazwischen gehen. Nein. Das könnte gefährlich werden. Jawohl. Größer. Ja. Das ist ja geil. Super. Ah, die ganzen Fans sind wieder runtergerannt, habe ich gesehen. Da unten seht ihr die Fans alle. Super. Dann kommt der Güle jetzt mal rein. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, hat er echt gut gemacht. Tim Philipp gefällt mir. Also alle hohen Bälle hat er rausgeholt. Sie sind jetzt also in Führung. Aber meine Stürmer gefallen mir auch. Außer ein bisschen, der Röser ist ein bisschen langsam, hat wenig Ballkontrolle. Aber ansonsten kann ich nicht meckern. Jetzt kommt Gül. Der schafft natürlich nicht das Kopfballduell. Schade. Vollritzmann beweist sich auch noch. Oh Gott. Da. Ja, was mache ich jetzt? Hilfe! Da, lauf! Das sieht gut aus. Wo ist er? Na, schade. Ja. Sehe ich noch ein bisschen Arnold. Und, ja, ist das? Rupert, der kann nix. Henning kann auch nix. Der kann nicht schießen. Der kann nicht schießen. Tundu kann ein bisschen schießen. Alles klar. Er kann ein bisschen schießen. Ja, ja. Das will ich jetzt aber nochmal sehen. Junge, Junge, Junge.
Was war das denn? Das Ding war Millimeter, der Ball geht vorne in den Pfosten rein. Und da gehört dann natürlich auch Glück dazu, das kann man nicht anders sagen. Alter! So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Hm, ja, 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 ja. Genau. Alter. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Ich bin ein bisschen baff. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Jetzt müssen sie aufpassen. Zweite Spielung, der erstmal so ein Tor gemacht. Zähl ist noch nicht vorbei. Oh, nimm Ball an. Er ist voll umgegrätscht. Oh, 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 oh. Guter Steilpass. Oh, außerhalb, okay. Schöner platzierter Ball, aber am Ende eben doch. Ja, komm. Und jetzt gibt's hier noch Gelb. Na komm, Steinmeier. Den Vorteil abgewartet. Sehr gut gemacht, richtig das Spiel zunächst weiterlaufen zu lassen. Da ist die Auswechslung, die Fans feiern. Oh, seine Leistung war nicht schlecht, sag ich einfach mal. Einer der besten Spieler auf dem Platz. Und den Ball hat er sich geholt. Eine Minute noch. Oh, der kommt da durch. Oh, oh. Jetzt gibt's den. Ah, 2-0 gefällt mir. Ja, trotz einer schwierigeren Schwierigkeitsgrad. Wird das seine Torchance? Oh, verkackt. Keine großen Probleme. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ganz und gar nicht schlecht. Sehr gut. Wow. Exzellente Leistung heute von ihm bei diesem Sieg. Das Tor war natürlich von der Klasse. Ja. Na gut. Aber Litz Basket, der war, boah, unterirdisch. Als er rausging, lief es auf einmal, aber Litz Basket, Alter, 6,6. Also überhaupt noch eine 6 hat, ist fragwürdig. Junge, Junge, Junge. Aber ansonsten läuft's doch. Also hier ist jetzt ansonsten keiner bei, wo ich sagen würde, boah, ist das scheiße. Vielleicht war es auch nur ein Formtief von Litzbarski und demnächst ist er wieder gut, aber ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Schon mal eben in die Nachrichten, danke für die Chance, ist er wirklich toll, ja, es war nicht toll. Die letzte Partie, danke, dass du mich haben spielen lassen, ja, du hast dich ganz gut geschlagen, das stimmt. So, ja, dann würde ich sagen, spielen wir dann morgen gegen Cardiff City noch. Wir sind jetzt eh schon weiter, aber wir können ja eh noch alles gewinnen. Ne? Also schaue ich hier mal eben noch, ob es hier noch irgendwas Neues gibt. Nö. Okay, gut. Dann schreibt in die Kommentare, wie geil das Tor einfach war. Achso, Lacazette unterschreibt er noch. Okay. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Haut rein. Ciao.